Im Radio angekommen. Heute wird es afrikanisch bei der Empfehlung. Um 13 Uhr einschalten bei Radio Bonn-Rhein-Sieg und dann könnt ihr meine neueste Empfehlung hören. Wenn ich ins Studio gehe, dann ist das ja immer so eine kleine Überraschung, wer da ist. Und heute haben wir da... Die Jasmin Lenz ist da. Hallo. Hallöchen. Jasmin, heute geht es um afrikanisches Restaurant. Hast du da schon Erfahrung mit? Ja, und zwar in Berlin. Kennst du wahrscheinlich auch Karneval der Kulturen. Ja. Da esse ich ganz oft afrikanisch und liebe es. Das ist lecker auf so Festivals. Absolut. Radiosendung zu Ende und ich bin zufrieden. Und jetzt geht es wohin? Zu Bonns berühmtesten Instagram-Gastronomen. So sieht das Restaurante La Vita von innen aus. Könnt ihr mal sehen. Sehr klassisch, sehr viel Holz und an den Wänden überall Sophia Loren. Das ist Werner, der Mann hinter dem Account von Ristorante La Vita, der alles, was wir auf Instagram posten, liked. Du machst es großartig. Dankeschön. Werner weiß, dass ich donnerstags immer erst nach dem Radio esse. Das ist dann sozusagen mein Frühstück. Und jetzt schaut mal. Und jetzt bekomme ich hier einen Teller Pasta. Das ist doch großartig. Ich freue mich. Das ist so super. Das ist leckere Pasta mit Rinderfiletspitzen. Sieht großartig aus. Guten Appetit an alle. Leo. Hallo Leo. Ich muss mich jetzt verabschieden leider. Ich muss gehen. Das ist der süße Wachhund, den es hier gibt. Aber der darf natürlich nicht ins Restaurant. Der kommt jetzt gleich raus. Anna und ich kennen uns schon was länger. Und letztes Jahr habe ich dann für ihn Instagram und Facebook angefangen. Er hat nach und nach übernommen und von mir gelernt. Er macht die Dinge auf seine Art, nicht immer so, wie ich es ihm erklärt habe, aber das ist egal. Er hat Erfolg, das hat er mir gerade auch erzählt und das freut mich. Und darüber werde ich in jedem Fall mal schreiben und berichten, weil das ist spannend. Geht doch, endlich mal wieder an der Schranke stehen. Juhu, wünsche euch einen schönen Abend allen. Verdaut, trinkt, woran auch immer ihr Spaß habt.